Liebe Bildungsinteressierte, herzlich willkommen an der Volkshochschule Ottakring. Das heurige 120-jährige Gründungsjubiläum des Volksheim Ottakring und die Planungen für den groß angelegten Umbau fallen in eine herausfordernde Zeit. Eine Ausstellung zu unserem runden Geburtstag, die punktgenau vom Österreichischen Volkshochschularchiv kuratiert wurde, zeigt eindrucksvoll, dass die Bildungsarbeit an der VS Ottakring immer sehr eng mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und den politischen Rahmenbedingungen verbunden war. Ja, die derzeit hängende Ausstellung zu 120 Jahren Volkshochschule Ottakring bietet einen wirklich faszinierenden Einblick in die Entstehungsgeschichte des Hauses. Noch dazu sozusagen an dem Ort, der gemessen an anderen Einrichtungen in Wien noch am ehesten sozusagen im historischen Originalzustand sich befindet, trotz verschiedentlicher Veränderungen im Laufe der letzten Dezennien. Also das heißt, man hat hier auch wirklich schöne Kontrastierung der Bilder sozusagen des Kursgeschehens, der Vortragssäle, der Laboratorien, die es ja damals gab. Die Volkshochschule Ottakring war tatsächlich europaweit die erste Abendvolkshochschule und hat mit diesem Konzept einen schier unglaublichen Ermöglichungsraum für Lernen geschaffen, ja, wo sozusagen basale Bildung mit im Angebot war, also wie das so schön hieß, also Basiskurse für Lesen, Schreiben und Rechnen, darauf aufbauend sozusagen auch weiterführende Vorträge und vor allem auch längerfristige Kurse, die bis hin zu dieser Fachgruppenarbeit reichten, wo auch auf einer Tafel genau beschrieben ist, was das genau war und zu welch wirklich faszinierenden Ergebnissen geführt hat, diese Kooperation zwischen hochrangigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Laien. Vor 120 Jahren wurde das Volksheim Ottakring gegründet von Emil Reich und Ludo Moritz Hartmann, einem Historiker, Diplomaten, Sozialdemokraten, der es als besonders wichtig erachtet hat, neben beruflicher Qualifikation auch Wissen aus allen Gebieten den Menschen anzubieten, und zwar über konfessionelle Grenzen, über Parteigrenzen hinweg, alle Menschen anzusprechen, die es auch besonders benötigen und auch eine Möglichkeit zu bieten, sich gesellschaftspolitisch zu emanzipieren. Viele Vortragende aus Universitäten und wissenschaftlichen Institutionen haben im Volksheim Ottakring vorgetragen, aber auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Kulturszene wie Fritz Hochwälder oder auch Alfons Petzold, der bedeutende Arbeiterdichter, der das Gebäude, das 1905 geschaffen worden ist, genannt hat, das Haus der 100 Fenster. Und es war auch das erste Gebäude, das ausschließlich auf Kontinentaleuropa bezogen der Volksbildung gedient hat. Ein wichtiger Schritt in der emanzipatorischen Bildungsarbeit. Und von daher an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team, das auch jetzt im Rahmen des Fördervereins Ottakring Annals tätig ist. Und ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch für die Zukunft alles Gute und ein herzliches Glück auf. Jahre Volkshochschule Ottakring, das will schon was heißen. 120 Jahre im Dienste der Wienerinnen und Wiener, im Dienste einer Volksbildung. Dazu gibt es auch im Haus eine Ausstellung. Und wie ich gerade durchgegangen bin, habe ich bemerkt, dass die Hochblüte der VHS Ottakring in einem Jahr war, wo ebenfalls eine Pandemie geherrscht hat, nämlich die spanische Grippe. Und ich glaube und ich bin mir ganz sicher sogar, dass auch nach dieser Pandemie die Volkshochschule Ottakring und die Wiener Volkshochschule im Allgemeinen wiederum eine Hochblüte haben werden. Ich gratuliere der Volkshochschule Ottakring zum 120-jährigen Jubiläum. Ich freue mich vor allem auch über die Ausstellung, die ein sehr wichtiges Motto und Titel auch trägt, nämlich Volksbildung Ottakring gestern, heute und morgen, weil die Rolle der Volkshochschule Ottakring auch historisch eine sehr, sehr wichtige ist, weil sie vor 120 Jahren auch europaweit Pionierarbeit geleistet hat, aber auch die Rolle der Volkshochschulen aktuell eine sehr, sehr wichtige ist. Durch die Pandemie nicht so einfach, aber die Volkshochschulen geben die Räumlichkeiten auch der Wiener Bevölkerung, stellen sie zur Verfügung, damit man dort auch einen Ort hat, wo man etwas zum Beispiel in Ruhe machen kann oder sich künstlerisch auch beschäftigen kann. Und die Rolle der Volkshochschulen auch in der Zukunft ist ganz, ganz wichtig für diese Stadt. Als wichtiger Akteur in der Bildung,
in der Weiterbildung, in der kritischen Perspektive auch von Bildung. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Die VHS Otterkring hat ja in den letzten 20, 30 Jahren eine Reihe von Initiativen gesetzt, die für uns heute noch eine Bedeutung haben. Und so haben wir in unserer heutigen gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit Handlungsprinzipien integriert, wie Inklusion, wie Teilhabe, wie Diversität. Und wenn wir uns auf die Initiativen von damals beziehen, dann können wir als ein Beispiel nennen das Rosa-Mayreder-College, 1999 gegründet. In diesen Lehrgängen wurden frauenpolitische Perspektiven gemeinsam entwickelt und sie wurden in einem eigenen beruflichen und persönlichen Umfeld umgesetzt. Und daran knüpfen wir an, weil das damals so extrem gut gelungen ist. Und heute haben wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner WAID, dem entwicklungspolitischen Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektiven, einen neuen Lehrgang im Programm, der eine Auseinandersetzung mit und eine Umsetzung von Frauenrechten international und speziell im globalen Süden zum Thema hat. "120 Jahre Bildungsangebote anzubieten, ist schon eine großartige Leistung. Bildung ist mir ein besonderes Anliegen. Jeder Euro, der in Bildung investiert wird, kommt um ein Vielfaches zurück. Miteinander und voneinander zu lernen, Menschen in verschiedenen Situationen auch kennenzulernen, ist etwas ganz Besonderes. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Volkshochschule Otterkring. Ein Bildungsabschluss für junge Menschen, für die Zukunft, das ist das Wichtigste. Dankeschön." Wir sind eng mit den Institutionen im Bezirk vernetzt. Wir engagieren uns beispielsweise stark im ersten Otterkringer Bildungskreisel und machen regelmäßig Veranstaltungen zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Die VHS Otterkring war die erste Abendschule in ganz Europa. Und diesen innovativen Weg ist in den letzten Jahrzehnten die VHS Otterkring immer auch weitergegangen. Insbesondere, wo es nicht nur darum gegangen ist, Wissen und Bildung für alle entsprechend unserem Grundsatz zu vermitteln, sondern auch im aufklärerischen, wissenschaftlichen Sinne auch tätig sein zu können. Besonders wichtig, gerade in einer Zeit, wo Verschwörungstendenzen oder antidemokratische Strömungen erkennbar sind, hier auch Wissen zu vermitteln. Auf der Seite der Jugend ist die VHS Otterkring ebenso gestanden, wenn es darum gegangen ist, Bildungsabschlüsse nachzuholen, aber auch mehrere Sprachen zu erwerben, was auch besonders wichtig ist für den Arbeitsmarkt angesichts einer Wirtschafts- und Sozialkrise. In diesem Sinne darf ich mich insbesondere bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch beim Förderverein ganz herzlich bedanken für die Unterstützung, für dieses Engagement, für diesen Einsatz. Ja, und rechtzeitig zum Jubiläum ist es uns auch gelungen, die Finanzierung für die Generalsanierung auch sicherzustellen. In diesem Sinne alles Gute, Happy Birthday und weiterhin viel Erfolg. Also zuallererst inspiriert uns das Gebäude an sich, wie es dasteht. Das Gebäude ist ja sehr geschichtsträchtig und war damals eine technische Neuerung. Also es war der Anspruch, dass dieses Gebäude sämtliche technischen Möglichkeiten ausreizt, die es zur damaligen Zeit gab. Wir möchten, dass das Gebäude sehr niederschwellig benutzt werden kann. Wir wollen es neu öffnen. Es wird diesen Eingang geben, den es bisher schon gab, aber eben auch den zusätzlichen barrierefreien in der Neumayergasse. Und wir möchten das Gebäude so gestalten, dass jede Person sich dort gut zurechtfindet. Und wir möchten das unterstützen mit der Architektur, dass es Volksbildung geben soll und dass der Bezirk hier eingeladen wird, daran teilzuhaben. Also bisher war die Terrasse dazu gedacht, die Sterne zu beobachten. Wir werden dort einen Aufbau draufsetzen aus Glas und Stahl, der möglichst viel Blick über die Stadt frei macht und gleichzeitig aber als Veranstaltungsraum alle technischen Gegebenheiten in sich hat. Es sind die kleinen und großen Erfolgsgeschichten, die uns im täglichen Einsatz für die Lernenden motivieren.
Ich erinnere mich an Siranush, eine Teenagerin, die aus Armenien nach Wien gekommen ist und ihre ersten Schritte in Deutsch in einem jugendlichen Kurs bei uns gemacht hat. Ein paar Jahre später schreibt sie ihre Diplomarbeit an der Krankenpflegeschule und arbeitet jetzt systemerhaltend in einem Wiener Spital. Die Jugendbildung gibt es im Haus seit 30 Jahren und sie ist ein wichtiges Standbein in unserer Bildungsarbeit. Berufsberatung, Bildungsberatung, soziale Beratung machen hier einen großen Schwerpunkt unserer Arbeit aus. Also ich wünsche der Volkshochschule Otterkring, wie allen anderen Volkshochschulen auch, in Zukunft ein modernes Programm, das viele Wienerinnen und Wiener anspricht.